und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Project Zero Size und der Modus. Und wir haben eine super tolle Lagerhalle fertig gebaut. Und noch ein paar andere Sachen. Und Netherrack. Und ein paar andere Sachen. Und Obsidian. Und wir haben irgendwo einen Spoiler für die nächste Folge. Das ist nicht das Diamond Schwert, vielleicht. Vorhin war es mit die Stone Axe. Es tut mir leid. So. Es ist nicht die Kühe. Nein, es ist ein Item, was wir in deinen Händen halten. Irgendein von uns. Aber egal. Ah, ich bin gefangen. Ihr dürft gerne spekulieren. So, es sollte eigentlich ein ganz kurzes Video sein. Ein recht großes Update-Video, denn wir haben recht viel gebaut und bla 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 in den letzten paar tausend Tagen. Skip. Und der stand ja gerade hier. Komm mal alle hier. Skip. Staubsauger. Der Staubsauger. Ich hab gedacht, du wolltest egal. Ah, okay. Also, hier haben wir eine kleine Nether-Warzen-Farm. Die ist richtig klein. Und hier haben wir noch Narnia. Haben wir, glaube ich, schon letzte Folge gezeigt. So. Leute, etwas richtig Creepies ist passiert. Komm schnell. Was denn? Was? Die seelenlosen Puppen. Wo bist du? Sie sind gewandert. Nee. Was haben sie vor? Nein, sie können nicht zerstört werden, sie sind unzerstörbar. Okay, zeige weiter. Du! Ich vertraue den Puppen nicht. So, ja, was soll ich noch sagen? Hier haben wir ein bisschen weiter gemeint, bla bla bla. Ich habe mir ein geiles Schwert gemacht, die anderen haben sich auch ein geiles Schwert gemacht. Dann kommen wir raus. Da ist eine super geile automatische Wheat Farm, die ich mal gebaut habe. Mit einem nicht nur Weed, sie ist jetzt alles. Nein, nicht die automatische. Das ist die halbautomatische, die ist von mir. Ja, die halbautomatische da hinten ist von Batmat. Die ist aber jetzt nicht mehr Weizen eben, sondern noch auch zum Beispiel Karotten und so. Das ist unsere offizielle Karottenfarm. Und Kartoffeln. Das ist eine automatische Weed-Farm, die ist vollautomatisch. Wow. Und hier ist Ernie's McDonald's. Ganz viel Essen. Eine neue Lagerhalle haben wir uns kurz gebaut. Hier gibt es alles Mögliche zu entdecken. Spenden von The Zeros, das zeige ich euch gleich. Das kommt dann hier nach oben. Das sind alles meine Spenden, die ich an die Stadt sozusagen mache. Für die, die es gerade brauchen. Hier haben wir mal eine automatische Hühnerfarm gemacht. Von denen alle Hühnchen sehen, die wechseln auf irgendeinen Grund. Oh! Verdammt, nur ein. Nein. Ich habe etwa 5 Stacks reingetan, nur eins ist geschlüpft, tut mir leid. Das soll ich dir glauben. Ah, wird schon. Okay, das ist das Pferd von Michel. Das hat eine sehr traurige Hintergrundgeschichte. Erzähl ich dir später irgendwann. Jetzt lebt es wieder. Aber es ist da, ja. Ja, ich erzähle es euch später irgendwann mal. Das ist das Haus von Michel. Es ist noch nicht fertig. Aber es ist richtig toll schon mal, es geht bis Bedrock, wenn ihr es steht. Ja. Bedrock. Und das ist Keep Out, Ferdinand und Waldraut Häuschen, das sind die Hühnchen. Wir haben schon ein bisschen mehr kleine Hühnchen gezeugt. Ja, rennt gleich ein Speck. Das stört aber gleich. Super. So. Sorry. Was gibt's sonst noch zu entdecken? Ganz viel. Da hinten ist eine Mobfarm. Die hat ein Crystal gebaut. Das kennt ihr ja vielleicht. Der ist auch auf dem Server. Übrigens, der Crystal hat mir auch noch mit dem Transportieren von Villager von irgendwie 1000 Blöcken da hinten bis hierhin. Irgendwie bis zur Hälfte hat er mir nachher geholfen. Das ist super gewesen. Kann noch recht teamgeil arbeiten. So. Da hinten entsteht doch irgendwann eine automatische. Also ist eigentlich schon, aber es ist noch nicht so. Sie funktioniert nicht. Doch. Wir müssen warten, bis der Kaktus vollständig ausgeteilt ist. Eine automatische Kaktusform, die sich dann aus
als XP-Farm entpuppen wird, wenn wir es so sagen wollen. Sieht ja dann vielleicht irgendwann noch. Das, ja, was seht ihr noch? Das ist Crystals Haus, das sieht recht nice aus. Mal reingehen. Das ist eine tolle Wendeltreppe nach oben. Ganz viele Kisten da oben irgendwo. Und das ist übrigens noch ein sehr netter Kamin. Ja. Dann. Was gibt's sonst noch? Hab ich schon alles gezeigt? Nee, Moment. Das ist ihr Batman's Haus. Das ist das Neue. Das ist das Alte. Das gefiel ihm nicht so. Das gefällt niemandem. Doch, ich mag das Starthaus. Das ist wirklich ziemlich nützlich. Ja, ja für den Start schon, aber. Aber die sehnenlosen Puppen gruseln mich. Sie hey, wandern, das ohne dass ich sie anfasse. Ohne dass du sie anfasst. Das ist Gears. Ich habe nichts Haus damit zu tun. Ja. Das ist Gears als Haus. Das ist. Ich finde es recht cool. Das ist ein kleines Baumhaus. Das ist, glaube ich, das erste Baumhaus, das wir hier gebaut haben. Oder was? Das ist das erste Baumhaus. Das Gears gebaut hat. Ich finde es toll. So. Dann. Das ist eine automatische Zuckerrohrfarm. Das hier. Die hat Batman gebaut. Die ist auch super. Also wenn wir enchanten wollen. Das ist richtig toll. Warte mal, was war's noch? Ach ja, genau, das was ich noch zeigen. Das in der, also das hat Skio in der ersten Nacht noch gebaut. Skios Massentierhaltungsrinder. Das kostet natürlich nur 2 Dirt pro Fleisch. Das ist super. Ja, niemand hält sein, aber super Preis. Ja. Das ist übrigens, was ihr nicht gesehen habt, das ist meine Zeros Freiland-Eierfarm. Ja, ich sage jetzt mal nichts dazu. Das ist ein Radio. Moment, das ist ein kleines Radio. Finde ich richtig cool. Das habe ich gebaut. Das ist richtig unnützlich, aber es ist cool. Und man kann hier sogar Musik abspielen. Aber das mache ich jetzt nicht. So. Da wollten wir. Das ist ein kleines Bäumchen, das sich aufbaut aus Langeweile. Das sieht richtig hässlich aus. Da wollten wir eigentlich ein öffentliches Nether-Portal machen. Ist aber irgendwie bescheuert, da man immer aus meinem Portal dann rausgeht, was ich euch gleich zeigen werde. Das ist mein Haus. Das ist mein Briefkasten. Da geht. Oh, da gibt es sogar ein neues Zeug. Wow, ganz viel Zeug. Auf einmal. Ich hatte meinen Müll mal reingeworfen. Das tun wir doch alle nicht. Das ist. Achtung, das ist. Also mein, im richtigen Leben. Das ist mein geschrottetes. Mein geschrotteter Stall. Da lebten Kohle, einst, Kohle. Einst lebten da meine Pferde, oder alle Pferde eigentlich. Sind aber alle abgekratzt, mehr oder weniger. Wieso nur? Weil Creeper drin explodiert sind. So, dann gehen wir nach oben. Alter, ich war an diesem Haus recht lange dran. Das kann ich euch sagen. Aber, naja. So, das ist mein kleines Bettchen mit einer Tourportal-Aussicht auf die schöne Berglandschaft oder Hügellandschaft oder was auch immer. Das ist ein kleiner Tisch, das soll den Teller darstellen. Das sind 2 Armor-Stands, die das Ganze hier bewachen. Das ist eine Treppe nach unten. So richtig informativ. So. Das ist eine Weltkarte, die irgendwie umgedreht wurde aus irgendeinem Grund, weil ich nicht weiß, warum. Ich höre das ganz bestimmt nicht. Ja, das glaube ich natürlich. So. Ich höre das ganz bestimmt nicht. Nein. Psst. So, das drehe ich mal kurz zurück. Ich habe keine Ahnung, ob es so ist. Okay. So, perfekt. So. Nein, du musst es jetzt nicht aufmachen. So, was gibt's noch? Ach ja, genau, meinen Keller kann ich noch zeigen. Ja, ich mach mal kurz den Keller rein. Das ist übrigens eine coole Couch. Finde ich immer noch toll. So. Und das ist mein Keller. Hier gibt's ganz viele Sachen. Also Kisten so. Hier ist übrigens eben das mit den Spenden von Zeros. Das kann ich alles reinschmeißen. Ich zeig mal vielleicht. Habe ich schon eine Zahl raus? Ich glaube nicht. Egal. Schmeiß mal einen Zahl. Werf mal Brot rein. Boah, wirf mal. So, ich habe mal Brot reingeschmissen. So, und kann ich aktivieren oder nicht aktivieren, wie ich will. So,
Und das sind meine Ofen. Finde ich richtig cool. Das ist mein Brauschnitt. Das ist mein Verzauberungsteil. Das ist mein super cooler Eingang in meine super tolle halbautomatische, wie heißt die eigentlich? Herzerwarzenfach, ne? Die war natürlich super schwer zum Bilden. Die ich nicht, aber egal. Das ist mein Geheimgang, der nicht mehr so geheim ist, wie er mal war, aber das ist auch egal. Und darin gibt's irgendwo... Alter, hör mal damit auf! Ich hatte schon wieder 10 Level. Verdammt! Okay, Moment. Darin gibt's noch irgendwo einen Geheimraum, irgendwo. Vielleicht finden eben mal irgendjemand irgendwo einen Keller. Ist er. Und hier ist, hier ist das erste Netherportal. Hier kommen alle raus, deshalb ist er nicht mehr geheim, der Geheimraum. So, das ist eigentlich alles. Ich wollte euch kurz zeigen, was hier so neu ist und bla bla bla. Sollte eigentlich gut sein, ist es nicht. Trotzdem viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich hoffe, ich fand irgendwie, ja, unterhaltsam. In irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es war, aber egal. Und, ja, schreibt doch in die Kommentare, was ihr am meisten von diesen Häusern, nicht mit, von diesen anderen. Ja, so. Schön. Das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Und bis dann. Tschüss, Leslie. Und ciao. Tschüss. Tschüss!